die Klosterkirche in Hennef. Heute ist wieder InterExpo am Start, aber heute ist keine Messe, sondern ein Koch-Event. Denn hier wird der Koch des Jahres gesucht. Heute ist schon der dritte Vorentscheid und ich schaue heute mal dem jüngsten Teilnehmer über die Schulter. Ich stehe jetzt hier gerade bei Daniele. Er ist einer der Kandidaten, der bei Koch des Jahres natürlich ins Finale möchte. Bist du schon aufgeregt? Ja, mega. Ich glaube, für einen jungen Koch ist es das Größte, heute hier zu stehen. Und wir haben uns sehr, sehr gut vorbereitet, aber ich möchte jetzt einfach nur noch hier nach hinten in die Küche rein und alles geben und endlich mal mein Menü vorbereiten. Manche kennen dich ja vielleicht auch schon von der Fernsehsendung The Taste. Wie ist es so? Warst du da nervöser oder hier? Naja, ich glaube, bei The Taste war so eine Sache, da musste man so ein bisschen mehr Entertainment machen als Kochen. Hier geht es wirklich nur rein ums Kochen. Hier geht es eigentlich nicht um irgendwelche Firlefanz, Show machen. Hier muss man zeigen, was man kann, was man in den letzten Jahren gelernt hat. Und ja, und seine eigene Philosophie auf den Teller bringen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz andere Liga als The Taste. Du sagst ja gerade schon, ihr habt alle euch so ein bisschen eine eigene Geschichte oder eine Philosophie, ein Konzept ausgedacht. Wie sieht das bei dir aus? Was willst du gleich kochen? Na, ich habe mir viel Gedanken gemacht die letzten Jahre. Ich bin jetzt seit 6 Jahren in dem Beruf und habe so immer so kleine Stücke von meiner Lebenserfahrung jetzt mitgenommen. Wir werden einen Heilbutt machen, den wir mit Salz, Zitrone und Miso zubereiten werden. Wir werden eine Zwischenrippe, was ganz eigentlich kein Mensch macht, den Salzteiggarn, was eigentlich zum Fisch gehört. Und dann machen wir was ganz Spektakuläres, Aloe Vera, was man aus der Gesundheit kennt, Salben und alles, werden wir im Dessert verarbeiten mit Gurke und Joghurt. Also was ganz Verrücktes eigentlich. Okay, dann bin ich mal gespannt. Daniele und sein Assistent haben jetzt gerade hier angefangen und man sieht, obwohl sie 5 Stunden Zeit haben, sind sie von Anfang an auf Zack und haben alles gut durchgeplant. Und die Aufgabenaufteilung haben sie auch vorher ganz klar besprochen und sind gerade beide so voll in ihrem Element und starten voll durch. Hier unten findet begleitend zum Wettbewerb der Markt statt, auf dem Gastronomieaussteller ihre Produkte zeigen und man viele verschiedene Dinge ausprobieren kann. Kennt ihr ja schon von mir, mache ich gerne, mache ich jetzt auch. Fast genauso aus, also theoretisch könnte sie drapieren, aber ich kann es natürlich nicht machen, weil ich sie jetzt mit meinen Fingern angefasst habe. Also esse ich sie einfach selber. Jan und Max haben das schon geschafft, wovon Daniele gerade noch träumt, dass er nämlich ins Finale kommt. Das haben die beiden hier schon geschafft in Salzburg. Genau. Beim ersten Vorentscheid, den ersten Platz gemacht. Wie war es denn für dich? War es anstrengend? Hast du dir vorher gedacht, du schaffst es? Ja, es war schon gut. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir den Wettbewerb wirklich gewinnen, irgendwie das Vorfinale in Salzburg. Ja, es war einfach der perfekte Tag für uns. Es ist alles genau so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und sind natürlich umso mehr froh, dass wir im Finale stehen. Ihr seid ja heute hier auch zum Kochen, macht so ein bisschen Streetfood. Umami-Suppe habe ich gerade schon gehört. Ja, genau. Wir machen so zweierlei Gerichte heute. Und zwar machen wir einmal so ein gedämpftes Brötchen, so ein Steam Bun. Wir haben uns gedacht, wir machen das mal so ein bisschen auf die deutsche Variante. Wir machen so ein Schweinebauch-Weckle, also ein gedämpftes Brötchen mit Schweinebauch, Rotkraut, Senfcreme, Gartenkresse und frischen Meerrettich. Und als zweites einfach, weil keiner eine Suppe gemacht hat, haben wir uns gedacht, wir machen noch ein kleines Süppchen. Und zwar hat der Max so eine Umami-Nudelsuppe kreiert, die wirklich einfach das umsetzt, was wir eigentlich machen wollten, ne? Den vollen Geschmack einfach raussuchen. Okay, was ist denn überhaupt Umami? Umami ist sozusagen der fünfte Geschmack. Ja, du hast ja süß, salzig, sauer und bitter. Und Umami ist einfach so vollmundig. Ja? Und wir haben so einen Gemüsesud gekocht. Wir haben auch wieder Shiitake mit drin, so ein bisschen Togarashi-Öl. Das ist dann so ein bisschen scharf einfach mit gerösteten Zwiebeln und ein bisschen Alge noch mit drin und Nudeln. Und dann, willst du auch mal gesund probieren? Ich probiere gerne. Ja. Na ja, so. Und? Schön vollmundig, oder? Super. Ja. Hat viel Kraft, viel Power. Die Schärfe ist auch okay. Oder? Super. Geht klar. Sehr gut. Umami-Suppe, kann ich eben nur empfehlen, schmeckt sehr gut.
ihr habt das wahrscheinlich ja vorher mal geübt, ne? Wie ist es jetzt so im Vergleich dazu? Seid ihr noch gut in der Zeit oder hängt ihr hinterher? Nee, ganz im Gegenteil. Wir sind eigentlich wirklich gut in der Zeit. Wir wären, glaube ich, schon viel weiter, wenn wir eine Platte mehr hatten. Wir haben noch gestern Abend drüber geredet gehabt, ob wir nicht eine Platte mehr mitnehmen, aber ja, leider Gottes hat dann das Teufelchen Nein gesagt und jetzt stehen wir da. Aber das kriegen wir hin. Aufgeben gibt es nicht. Oder geht's? So lange wird es mega stressig. Es fehlen noch ein paar kleine Sachen. Was leider. Naja, so ein bisschen Petersilien, so Kleinigkeiten, die einen mega aufhalten. Aber sonst stehen wir eigentlich gut da. Von Stunde zu Stunde, wo man dem Anrichten näher kommt, wird es alles nur, da ist man nur noch konzentrierter. Weil dann fallen einem die Dinge ein, so, Mann, was habe ich vergessen, was kann ich jetzt noch machen, was kann ich noch verbessern. Es wird von Stunde zu Stunde einfach nur noch brutaler. Da steigt der Druck umso mehr. Aber ich glaube nicht, dass hier ja, der Kindergarten der Gastronomie hier antritt. Ich glaube, es ist hier die Nonplusultra Champions League. Hier sind hier gekommen die Besten der Besten. Und jeder will zeigen, was er kann. Magst du vielleicht kurz noch mal was zu diesem Schräberle sagen, was genau das ist? Das sind eigentlich, bei uns zum Baden sind das solche Scherben. Das wird so fast nach der Leine gegessen. Und ich mag das mega gerne. Ich habe es als Kind immer gegessen und dachte, ich muss es irgendwie mit zum Block des Jahres nehmen. Und habe das dann einfach in so eine Nudel verwandelt. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Also für mich ist was ganz Besonderes. Aber für die alle anderen ist es ja nichts Großes eigentlich. Daniela hat jetzt noch knapp eine halbe Stunde Zeit. Hier ist jetzt echt nochmal Hochpower angesagt. Er muss alles gleichzeitig koordinieren. Und sieht aber bisher ganz gut aus, hat er gesagt. Aber es kann natürlich auch noch einiges schief gehen. Dann komm auf die Uhr wieder. Geh auf. Der Lukas will jetzt sagen, wie viel Uhr wir haben. Die letzten Sekunden laufen. Also ich bin jetzt auch schon richtig nervös und mit Fiebern. Und ich drücke einfach nur noch Daumen. Sag mir, was ich mache. Wo ist der Salzteig, Digga? Der Salzteig. Wo ist der Salzteig? So, raus damit bitte. Komm. Da, ein Teller noch. Geh, nimm ihn. Lauf mit dem Teller nach da hinten, bitte. Lauf mit dem. Hier, hallo. So, das sind die letzten zwei, oder? Nein, raus, fertig. Das war der letzte Teller, jetzt kann Daniela nichts mehr machen. Ich schau mal, wie es ihm geht. Geschafft! Wie geht's dir? Gut, erleichtert. Hat's noch hingehauen mit der Zeit? Ja, das war arschknapp, Mann. Wir haben halt zu viele Handgriffe. Wir haben viel zu viele Handgriffe, viel zu viele gleiche Spielereien. Das kostet halt unendlich Zeit. Aber es hat alles hingehauen, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, ich bin durchaus zufrieden. Vielleicht hätten wir ein bisschen mehr Zeit, um das nehmen sollen, aber ich glaube, das passt. Wir haben alles in das Menü reingesteckt, es muss einfach. Es waren 29 Teilnehmer. Ja. Die sechs Besten stehen hier oben. Das heißt, ihr habt schon alle gewonnen. Es ist egal, wie es jetzt ausgeht. Es können nur zwei Fahrkarten ausgekocht werden. Also. Ja. Zweiter Platz, erstes Ticket. Geht an. Geht an. Hier ist Dr. Masi. Platz 1 in der Klosterinitia. Joel Ellenberger.
gratulieren an jene. Wir sehen uns im Finale. Definitiv. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin mega sprachlos. Ich bin unheimlich glücklich. Ich wusste auch nicht, was ich machen soll, weil ich einfach keine Worte gefunden habe. Ich bin jetzt mega glücklich. Ich glaube jetzt, heute haben wir noch eine lange Nacht für uns, obwohl wir keinen Schlaf hatten. Aber das feiern wir jetzt erstmal. Und, ja. Und sehen uns dann wieder in Köln und geben alles. Bis Ende des Feierabends. Geh feiern. Hey, Dani. Ja, das war's hier von der Kopf des Jahres. Daniele ist im Finale und wir sehen uns auf der Nuga und dann sehen wir auch wieder Daniele und